Please take over driving. Also beim pilotierten Fahren testen wir und entwickeln wir in Deutschland. Wir fahren auch mit unseren Fahrzeugen hier in Ingolstadt, auf der Autobahn A9 zum Beispiel, nutzen auch die Infrastruktur, die wir hier haben und entwickeln auch die Funktionen, die wir haben, auch hier in diesem Umfeld in Deutschland. We develop and we test our cars with our technology currently in Germany. So we use also, for instance, the highway that we have in front of our factory and of our R&D development here in Ingolstadt, the A9, for the one who knows in Germany the A9. We use it for the development of our functionalities. Auf deutschen Autobahnen haben wir neue Aufgaben zu lösen, wenn wir pilotiertes Fahren auf der Autobahn entwickeln und umsetzen wollen, im Vergleich zum Beispiel zum Staupiloten, den wir gezeigt haben, im kleinen Geschwindigkeitsbereich. Das eine ist die Geschwindigkeit. Wenn man schneller fährt, muss man vorausschauender fahren, man muss Situationen vorausschauender erkennen, wie zum Beispiel Autos, die einem schnell überholen. Und man muss auch viel frühzeitiger auf Hindernisse zum Beispiel reagieren, die vor einem stehen, sei es eine Wanderbaustelle oder ein Unfall zum Beispiel. When we talk about piloted driving on the highway, we are facing different and also new challenges. One of them is specifically the higher speed. If you drive on a highway on a higher speed, of course, you need to be on a different strategy. You need to forecast much better what will be happening in front of you, or especially for German highways, talking about cars that are coming from the back on a higher speed than you, you need to forecast that in your whole strategy. Another very important thing on a highway is that you need to foresee and get the information up front of a specific incidents that could be on a highway, like an accident or a traffic jam end, where you want to get to a safe stop. Also der A7, der baut auf einen Serien A7 auf, wie man den normal beim Händler kaufen kann. Was wir zusätzlich in diesem Fahrzeug umgesetzt haben, sind innovative Sensortechnologien. Wir haben zum Beispiel eine hochperformante 3D-Kamera, die wir verwenden, und ein ganz neuer Sensor, eine ganz neue Sensortechnologie, ein Laserscanner, den wir einmal nach vorne brauchen, den vorderen Bereich abzuscannen, und einmal nach hinten, den wir brauchen, um zum Beispiel Spurwechsel sicher umsetzen zu können. Darüber hinaus braucht man natürlich unglaublich hohe Rechenleistung, um dieses Fahrzeug pilotiert zu fahren. Und dazu gibt es im Kofferraum von diesem Auto die Vorentwicklungsplattform mit den Rechnern, die wir verwenden, um das einfach umzusetzen. The A7 that you see, Jack, is based on a normal A7 as you can buy it in the dealer. What we put in this car on top of that is some new sensor technologies like a high performance 3D camera. We also have in the front and in the back a new sensor. It's a laser scanner sensor that we need to scan the front and the back of the car. And talking about computing power and central unit, we have in the boot of the car, we have a pre-development technology that we use for that specific development.